Hey und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin gerade am Weinen. Nicht, weil ich so traurig bin, sondern weil ich hier gerade Zwiebel geschnitten habe und mich macht das immer fertig. Meine Augen. Oh. Ich meine, ich bin nicht die Einzige wahrscheinlich, aber es ist richtig schlimm. Es tut richtig weh. Okay, aber hören wir auf zu piensten. Ich nehme euch heute mit, weil ich ein bisschen Meal Prep mache. Und zwar fange ich an mit getrockneten Zwiebelringen. Ich habe hier rote Zwiebeln. Die sehen so krass aus wie Plastik. Es ist mega komisch. Also ich finde, die sind Zwiebeln generell sind so komische Lebensmittel. Ja, Gemüsefrüchte, keine Ahnung. Dann habe ich weiße Zwiebeln. Es brennt unheimlich. Und die schneide ich jetzt in Ringe und dann werden die mariniert. Und dann kommen die in den Ofen. Und das ist die einzige Art, wie ich Zwiebeln vertrage. Also ich habe früher echt Probleme gehabt, Zwiebeln zu vertragen. Also immer wenn ich Zwiebeln gegessen habe, rohe Zwiebeln besonders, habe ich richtig schlimme Bauchkrämpfe gekriegt, Bauchschmerzen, mir wurde übel, mir ist es immer so aufgestoßen. Ich hatte noch 2 Tage später diesen Zwiebelgeschmack im Mund. Es war nicht gut. Und dann habe ich jahrelang auf Zwiebeln verzichtet. Also ich habe echt. Ich habe niemals Zwiebeln gegessen. Das war so ein absolutes No-Food für mich. Und seit ich die Rohkosternährung ja, angefangen habe, vor 3, 4 Jahren, hat sich das geändert. Und zwar hat sich mein Darmmikrobiom anscheinend irgendwie total regeneriert, gestärkt. Ich habe ja auch viele Darmkuren gemacht und habe da echt auch Arbeit reingesteckt, dass mein Darm gesund wird und stabil wird. Und vor allem stark wird. Und das Ding ist halt bei der Rohkosternährung, man verträgt dann plötzlich wieder alles, weil das ganze gekochte Essen, das ist einfach viel zu schwer für den ganzen Magen-Darm-Trakt, viel zu schwer, um das zu verdauen. Und dann kommt es eben zu Gasbildung, zu Blähungen, auch Entzündungen und alle möglichen Problemen im Darm. Und wenn man eben ja, längere Zeit die Rohkosternährung wirklich kontinuierlich durchführt und auch ein bisschen auf Essenskombination achtet, jetzt zum Beispiel nicht Nüsse und irgendwelche Fette mit süßen Früchten kombiniert immer und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid, dann ja, macht sich das eben nach einer Zeit wirklich bemerkbar. Und getrocknete Zwiebeln, das ist eben nochmal ein Game Changer, weil die sind für mich noch viel besser verträglich, als wenn ich die jetzt so ganz frisch essen würde. Ich muss sagen, wenn ich die jetzt roh ganz frisch esse, es ist inzwischen in Ordnung. Ich kann es vertragen, aber ich fühle mich nicht ganz so gut, wie wenn ich sie gar nicht esse. Nein, wie wenn ich sie getrocknet esse, ja. Also, das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht werden da irgendwelche Enzyme aktiviert oder deaktiviert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie verträglicher, zumindest für mich. Und ich habe auch schon von anderen Menschen gehört, auch von meinen Kunden, die ich betreue, dass das eben ja, wirklich ein Game Changer ist, wenn man die Zwiebeln trocknet. Und nicht nur für die Verdauung und für die Verträglichkeit ist das super, sondern auch für den Geschmack. Zwiebelringe sind einfach mega lecker auf jedem Salat. Es ist ein richtig geiles Add-on und ja. Haut einfach noch mal richtig was raus bei eurem Salat, bei euren Salatkombinationen oder auch in Wraps eingewickelt oder über Zucchini-Nudeln oder was auch immer. Es schmeckt einfach fantastisch. Auf jeden Fall approved hier. Und deswegen nicht weiter reden, deswegen mache ich jetzt die Zwiebelringe und zeige euch später das Ergebnis. Und dann werde ich noch ein paar Säfte vorbereiten. Genau, weil ich zurzeit es einfach liebe, morgens frischen Saft zu haben. Und ich trinke da entweder immer, wie heißt es? Pineapple? Ananas? Ananassaft oder Melonensaft sind im Moment so meine 2 Favoriten. Und das zeige ich euch dann später auch noch. Aber jetzt mache ich mich erstmal in die Arbeit. See you! So, also hier habe ich die Zwiebelringe geschnitten. Bin immer noch heftig am Weinen. Und jetzt werden die ein bisschen mariniert. Und zwar habe ich hier Muskat, Paprika, Kurkuma und Curry. Und es gibt hierfür eigentlich kein richtiges Rezept. Ich mache das immer so freischnauze, wo ich gerade Lust drauf habe.
Und heute ist es eben, ja, Curry und so weiter. Dann Muskat. Ich liebe Muskat. Allerdings habe ich gehört, dass man davon sterben kann, wenn man es überdosiert. Ach ja. Gut, dann Paprika. Oh, da kam ein ganzer Klumpen raus. Okay, Paprika muss ich neu kaufen. Ja, und dann Kurkuma. Kurkuma könntet ihr natürlich auch frischen nehmen, reiben. Aber ich bin da jetzt gerade zu faul dafür. Okay. Und das Schöne ist die Farbe. Die Zwiebelringe werden richtig schön gelb. Orange. Erinnert mich ans Ostereierfärben früher. Das haben wir immer mit Kurkuma gemacht. So. Ostereier gibt es jetzt nicht mehr. Aber dafür Zwiebelringe. Und ganz wichtig, Ahornsirup. Ich nehme immer Grad C, kräftig. Und Bio natürlich. Und das ist eines meiner Meinung nach der besten Süßungsmittel nach Datteln. Weil Ahornsirup ist ja nicht irgendwie ein verarbeitetes Produkt, sondern es ist ja wirklich der reine Sirup, der aus dem Baum rauskommt. Also es wird ja jetzt nicht irgendwie industriell hergestellt, wie zum Beispiel Agavendicksaft ist hochverarbeitet. Oder ja, was weiß ich, irgendwelche anderen Sirupe, Fructose-Sirup, Glucose-Sirup natürlich schon mal gar nicht empfehlenswert. Und Ahornsirup ist da eben wirklich noch der Natur am nächsten. Ich denke natürlich, der wird wahrscheinlich auch erhitzt, um das haltbar zu machen, das weiß ich nicht. Aber es ist ja das reine Naturprodukt. Also, wenn ihr ein Süßungsmittel braucht, würde ich immer Ahornsirup empfehlen. Und der macht eben das Ganze schön karamellmäßig. Also das wird dann so wie karamellisierte Zwiebelringe. Die schmecken echt genial. Und jetzt, was ich jetzt mache, ist einfach mit den Händen das alles schön einmassieren, dass auch wirklich jede Zwiebel was abbekommt. Und dann kommt es in den Ofen. Ja, so einfach ist es. Und dann mache ich die roten Zwiebeln. Die weiß ich noch nicht, wie ich die würze und mariniere. Mal sehen, zeige ich euch dann. So, jetzt habe ich die roten Zwiebeln geschnitten in Ringe. Und ich glaube, das halte ich hier ziemlich simpel. Also ich mache nur Thymian dran, getrockneten. Getrockneten Thymian. Okay, ich mache ihn leer. Also Thymian muss ich jetzt auch neu kaufen. Dann habe ich selbstgemachtes Selleriesalz. Das ist einfach immer, wenn ich, also ich trinke ja jeden Morgen Selleriesaft und den Rest davon will ich halt nicht wegschmeißen. Und dann trockne ich den immer. Moment, den zeige ich euch sogar, wie der dann aussieht. Also ich trockne den, der ist dann in diesen Gläsern, bewahre ich den auf. Und wenn ich Zeit habe, dann mahle ich den einfach im Vitamix zu Salz. Und dann habt ihr Selleriesalz vom Feinsten. Hier, ich habe ein bisschen feineres unten drunter und oben drüber ein bisschen groberes. Ja, auf jeden Fall mache ich das Selleriesalz dran. Also das kann ich auch echt empfehlen, wenn ihr auch Selleriesaft trinkt, schmeißt den Rest da nicht weg, ist voll die Verschwendung. Ihr könnt da echt dieses Salz draus machen. Super. Oh. Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Naja, gut. Und den letzten Rest von meinem Ahornsirup. Weil was Süßes braucht ihr einfach an den Zwiebelringen. Das ist einfach ein Must-Have für dieses Rezept. So, ich muss definitiv einkaufen, aber heute ist Feiertag. Okay, Ahornsirup auch leer. Gut, jetzt wird es wieder vermengt. Und dann kommen die auch in den Dörrofen. Und dann habe ich erstmal eine gute Portion an Zwiebelringen. Und das Schöne ist, man kann die dann einfach immer unter der Woche, wenn man nicht viel Zeit hat, nimmt man einfach eine Schale, haut ein paar Salatzutaten rein und toppt sich das mit diesen Zwiebelringen. Und dann hat man einen super leckeren Salat mit, ja, diesen nicen Zwiebelringen. Ohne viel Arbeit, weil ich ja die Arbeit mir jetzt mache. Okay, jetzt habe ich noch ein Dressing vorbereitet. Und zwar ist es aus Tomaten, getrockneten Tomaten, Datteln, Sellerie, aber diesmal kein Stangensellerie, sondern Knollensellerie hatte ich noch. Was ist da noch drin? Kräuter, Zitronenschale, Zitronensaft. Und ein bisschen Senfpulver, Pfeffer und ein paar Kürbis, nein, Kürbiskerne nicht, Sonnenblumenkerne.
Sonnenblumenkerne. Und zwar esse ich eigentlich in letzter Zeit kaum so offene Fette. Also ich hatte eigentlich mindestens ein, zwei Wochen überhaupt gar keine Fette jetzt. Und jetzt dachte ich, ja, warum nicht mal wieder ein paar Sonnenblumenkerne in mein Dressing, dann wird es schön cremig. Und das fülle ich jetzt in mein Glas um. Und dann habe ich für die ganze Woche Dressing. Und das macht halt einfach das Leben unter der Woche, macht es mir viel einfacher. Weil dann, wie gesagt, ich habe einfach nur noch, wenn ich arbeite, einfach nur noch meinen Salat zusammenzumischen. Und das ist ja wirklich in 2 Minuten gemacht. Man schmeißt ein paar Salatblätter in die Schale, ein paar Tomaten oder was man will, Paprika, Gurke, was auch immer. Und dann habe ich hier mein fertiges Dressing und meine Zwiebelringe noch on top. Also mehr braucht man nicht. Das ist optimal. Gourmet-Food hier. So, gut. Auch vorbereitet. Als nächstes kommen die Säfte. Okay, doch noch kein Saft. Ich habe entschieden, noch ein zweites Dressing zu machen, weil ich einfach gern mit meinen Salaten immer zwei verschiedene Dressings habe. Ich weiß, Luxus Life. Nee, aber dann habe ich auch genug für die Woche und die halten sich ja auch echt gut. Also wenn ihr Zitronensaft zum Beispiel reinmacht, dann macht es das haltbar. Also für mich reicht so ein, wenn ich jetzt wirklich eine große Menge mache, reicht es für mich mindestens 4 Tage, 3, 4 Tage. Gut, also das wird mein absolutes Lieblingsdressing momentan. Und zwar habe ich hier Tiefkühlerbsen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich glaube irgendwie schon. Aber das ist einfach mein Favorit. Tiefkühlerbsen. Ich messe das niemals ab. Also ich mache immer irgendwie von der Menge her, wie ich denke. Also frag mich nicht nach Mengenangaben. Einfach Erbsen halt. Dann, was ich momentan liebe, ist Zitronenschale in meinem Dressing. Soße, Salatsoße, wie auch immer. Weil das ist nochmal eine ganz andere Geschichte wie nur Zitronensaft. Also, und ich mache da echt viel rein. Also, ne? Hier, Zitronengang. Das gibt wirklich einen richtig geilen Zitronengeschmack. Ich liebe es mit den Erbsen, voll gut. Dann, was ich nicht ganz so sehr liebe, ist Chili. Deswegen bin ich hier sehr, 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 sehr vorsichtig und habe nur ein ganz kleines Stück von so einer großen, frischen Chili genommen. Das reicht schon, nur um ein bisschen Spiciness reinzubekommen. Dann für das Salzaroma habe ich Sellerie, frischen. Dann kommt eine Dattel mit rein, die ich natürlich noch einsteinen muss. Und vielleicht fragt ihr euch, warum ich nicht meinen Vitamix verwende. Und die Antwort ist einfach: Ich habe zu Weihnachten diesen Nutri-Bullet-Mixer bekommen, diesen kleinen. Und der ist halt perfekt, wenn man Salatdressing macht, weil manchmal, also gut, ich mache jetzt eh große Mengen, ist eigentlich, hä? Ah doch, hier ist ein Stein. Ich dachte, da wäre gar kein Stein drin gewesen. Kern, was auch immer. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Fokus, Lena, Fokus. Ich mache in meinem Vitamix, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Salatdressing für eine Person mache, dann kann der so kleine Mengen manchmal nicht handeln. Also das mixt dann nicht richtig, kennt ihr wahrscheinlich. Und bleibt dann an den Wänden hängen und so weiter. Und bei dem Nutri-Bullet ist es halt perfekt für kleinere Mengen. Und das Salatdressing ist jetzt immer noch nicht so viel, dass es unbedingt in den Vitamix muss. Genau, deswegen verwende ich jetzt einfach mal den. Und die Erbsen sind jetzt natürlich tiefgekühlt. Und deshalb mache ich gerne ein bisschen warmes Wasser rein. Und dann tauen die ja auch ganz schnell auf beim Mixen, dann sowieso, wenn es warm wird. Und ich glaube, das war es auch schon, was ich da rein mache. Und dann zum Schluss kommen noch ein paar Kräuter rein, aber die mixe ich nie ganz mit ins Dressing. Also nicht so, dass die komplett püriert werden, weil das macht das Dressing dann bitter. Also das würde ich an eurer Stelle auch immer beachten, dass ihr die nur entweder am Ende klein hackt und unterrührt. Oder am Ende noch mal ganz kurz, so 2, 3 Sekunden mitmixt, dass die nur so untergemixt sind, aber nicht püriert, weil das gibt dann das richtige Aroma und vermeidet eben, dass das Dressing bitter wird. Gut, weiter geht's. So, schauen wir uns das mal an. Wow, Green Goodness. Ich lieb's. Diese Farbe, genial.
Okay, jetzt kommen noch ein paar Erbsen so mit rein. Die restlichen. Warum? Weil ich ein bisschen Texture in meinem Dressing sehr cool finde. Die werden einfach untergerührt. Und dann mixe ich, wie gesagt, noch die Kräuter. Ja, ich denke, ich schneide jetzt einfach schnell klein und mische die da noch drunter. Und dann habe ich mein zweites Dressing für die Woche fertig. Und das ist jetzt echt viel geworden. Das reicht mir, ja, mindestens 5 Tage. Mega cool. Okay, jetzt kommen wir endlich zum Juicy Part. Selleriesaft habe ich schon gewaschen. Nee, das ist noch nicht der Saft. Sellerie habe ich gewaschen. Und ja, das Ding ist, ich kriege keinen Bio-Sellerie. Also es gibt es hier irgendwie nicht. Und wenn es mal im Bioladen Sellerie gibt, dann ist der wirklich richtig schlecht. Also der ist richtig mickrig und da ist nichts dran und er hat fast nur Blätter. Und wenn man daraus Saft macht, das wird wie Pudding und schmeckt überhaupt nicht. Und deshalb, ja, habe ich leider nur konventionellen, den ich hier benutzen kann. Aber das ist okay. Ich wasche den gut und dann ist alles super. Und dann gibt es noch hier Ananassaft und da mache ich heute ein bisschen Passionsfrucht rein. Passion Fruit. Wie heißt die noch anders? Passionsfrucht, da gibt es noch einen anderen Namen. Maracuja, genau. Und die beiden zusammen, Ananas und Maracuja, oh mein Gott, das ist echt ein richtig geiler Saft. Also wenn ihr einen Saft habt, macht das auf jeden Fall mal. Und dann mache ich mir noch einen Melonensaft aus dieser kleinen Gallia-Melone. Ja, das geht hier gerade so ab. Selleriesaft ist auch fertig, beziehungsweise noch nicht ganz, hier ist es noch ein bisschen übrig. Aber ich wollte euch zeigen, dass ich den immer durch ein Sieb mache, damit wirklich alle Fasern rausgehen. Weil wenn man den morgens auf nüchternen Magen trinkt und da eben noch die Ballaststoffe mit drin sind, dann ist es nicht gut für die Darmwände, Darmschleimhaut, wie auch immer. Genau, also das ist halt einfach, dass der Selleriesaft seine Wirkung entfalten kann, da muss wirklich alles draußen sein. Und ihr seht, das ist schon noch einiges, was da drin ist. Also das hätte ich jetzt alles sonst mitgetrunken und das würde eben die Wirkung dieser Clustersalze, Mineralsalze, die im Selleriesaft drin sind und die ja helfen zu entgiften und Schwermetalle auszuscheiden und Giftstoffe, Toxine zu binden. Diese Ballaststoffe, die Faserstoffe würden das eben alles verlangsamen und verhindern. Und deshalb kommen die weg und ich trinke nur den reinen Saft. Also, das empfehle ich euch auch, dass ihr da wirklich nochmal gut filtert und siebt. Huch. Weil da kommt, wie gesagt, noch ganz schön viel Schlotter raus. Okay, das war jetzt okay. Aber das nur am Rande bemerkt. Also immer schön sieben. So, alles geschnippelt. Die Ananas ist ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend. Die ist fast weiß. Und das bedeutet, dass sie nicht reif ist und nicht wirklich süß ist. Das Gute ist jedoch, dass beim Entsaften die ganze Süße doch noch irgendwie, die da überhaupt noch drin steckt, noch rausgezogen wird. Also wenn ihr Obst habt, das nicht reif ist, was in Deutschland ja oft vorkommt leider, dann entsaftet es einfach, weil dann schmeckt es immer noch einigermaßen. Wenn ich die jetzt so essen würde, also ich könnte die nicht essen, das, nee, würde ich nicht essen. Aber entsaften geht immer noch und vor allem jetzt mit der Passionsfrucht zusammen, denke ich, wird es immer noch genießbar werden. Schade halt, man weiß es nie. Ärgerlich, naja. Und dann habe ich die Melone, die sieht hin wieder sehr, sehr gut aus. Und dann habe ich noch ein Stück Restgurke von meinem gestrigen Salat. Und die wird jetzt einfach auch noch mit entsaftet mit der Melone. Weil Gurke und Melone sind sowieso richtig gute Verwandte. Also die sind quasi aus derselben Familie. Melone ist ein Gurkengewächs. Also das passt super gut auch vom Essenskombinationstechnischen her. Was ein Wort. Essenskombinationstechnischem. Alles klar. Gut, ja. Das sind die zwei Säfte, die ich jetzt mache. Ananas Passionsfrucht und Melone Gurke. So, was ich jetzt noch mache, ist eine Pomelo schälen. Das ist immer ein Ganzkörper-Workout. Ich hasse es. Es ist echt mega anstrengend, diese ganzen weißen Dinger da zu entfernen und wirklich nur noch das Fruchtfleisch zu haben.
Aber es lohnt sich, weil es schmeckt einfach so gut. Ich liebe diese Frucht. Ich liebe sie einfach. Und was ich jetzt mache, ist das ganze Ding schälen und dann bewahre ich die einzelnen Fruchtstücke in einer Box auf, in einer Tupperbox und lasse die im Kühlschrank und dann habe ich da, weil es ist ja schon viel, so ein ganz Riesenteil, dann reicht es für ein, zwei Mahlzeiten. Genau. Und das ist auch noch Teil meines Meal Preps heute. So, Pomelo-Session auch erledigt. Das sind die Stücke, die mir irgendwie zerbrochen sind. Und das sind die Stücke, die ich relativ im Ganzen rausbekommen habe. Also die werde ich jetzt aufheben für morgen oder die nächsten Tage in einer Tupperbox. Und dann habe ich fertig geschälte Pomelo immer zur Hand. Ist doch genial, oder? Ich finde, sowas macht echt viel aus, weil wenn man im Alltag wirklich keine Zeit hat, dann macht man sowas nicht. Du stellst dich nicht im Alltag hin und schälst mal 20 Minuten lang, so lange habe ich tatsächlich gebraucht, eine Pomelo, nur damit du dann Pomelo hast. Das macht niemand, weil alle sind beschäftigt mit Arbeiten, was weiß ich, Kinder, Schule, Essen machen. Und es muss einfach schnell gehen. Einkaufen, Hundgassi gehen, das weiß ich, was euer Alltag doch so mit sich bringt. Es ist auf jeden Fall Stress, ich weiß es, und ich bin selbstständig und dann weiß ich das erst recht, dass wir immer viel zu tun haben. Und deswegen bin ich immer vorbereitet. Weil leider ist dieses Leben nicht gemacht für gesunde Menschen. Also müssen wir was dagegen tun und uns vorbereiten. Also habe ich hier auch eine Box mit Pomelo, geht in den Kühlschrank. Und die Stücke, die werde ich jetzt heute als Mittagessen essen. Also als Vorspeise für mein Mittagessen. Bei mir ist immer alles ein bisschen messy. Ich ja, fasse das mit den Händen an und keine Ahnung, andere sind da vielleicht ein bisschen und denken, alles mit den Händen. Oder wenn ich die Zwiebelringe mit den Händen massiere, ich mache alles mit den Händen. Also wenn euch das stört, dann tut mir es leid. Aber ich esse es ja auch selbst und ich wasche mir auch die Hände davor. So, das ist meine Vorspeise für mein heutiges Mittagessen. Genau. Und jetzt muss ich hier alles aufräumen. Entsafter sauber machen. Trester wegschmeißen. Weil das ist der Ananas-Trester. Da könnte ich jetzt auch noch Cracker oder Fladen oder Wraps draus machen, aber jetzt irgendwann ist auch mal gut, ne? Und hier habe ich tatsächlich noch ein Spirulina-Gerstengras-Paste angerührt. Das ist nur Spirulina-Pulver, Gerstengras und Wasser. Und das habe ich angerührt zu so einer Paste und das nehme ich halt auch als Dip für mein Mittagessen. So, jetzt zum Mittagessen mache ich mir einfach einen grünen Salat mit Eisbergsalat unten drunter, ganz viel. Kräutern, also Dill und Petersilie, Feldsalat und die Blätter vom Sellerie, weil die, wenn ich die entsafte, wird der Saft bitter, deswegen esse ich die so. Und jetzt mache ich hier einfach, habe eine Zitrone gepresst, das kommt jetzt hier drüber. Und dann Koriander, dann ein paar Tomaten. Also ihr seht, das ist, mein Mittagessen ist in 3 Sekunden fertig. Okay, 3 Sekunden vielleicht nicht, aber 1 Minute, 2 Minuten. Eine Knoblauchzehe habe ich klein geschnitten, weil, nicht, dass ich Knoblauch jetzt so sehr mag, aber es ist einfach antiviral, antibakteriell. Und ich denke, so ein bisschen Knoblauch jeden Tag hat schon einen großen Benefit für die Gesundheit. So. Das ist so die Basis. Ne, hier noch ein paar übrige Sellerie. Das sind die Innenteile von dem Sellerie, den ich entsafte und ich finde den zu schade, um zu entsaften, weil diese inneren Stängel, die schmecken so knackig und süß und ach, salzig gleichzeitig. Irgendwie, die schmecken einfach voll geil. Also die esse ich lieber so. Und das ist jetzt mein Salat. Hier habe ich Salatwraps. Und das Dressing, was ihr vorhin gesehen habt, das werde ich jetzt nicht hier vermischen, sondern wie ich das immer mache, ist, ich mache allen Salat hier in die Salatwraps und roll die dann ein und tunk dann diese Wraps in das Dressing. Also ich vermische nicht meinen eigentlichen Salat damit.
Ja, einfach keine Ahnung warum. Ich mag es so mehr. Aber das ist nicht mein ganzes Essen. Ich habe auch noch was im Dörrofen, was ich euch gleich zeigen werde. So, mein Dörrautomat ist in dem Schrank. Das fand ich ziemlich cool, weil meine Küche ist nicht so groß. Und da ist der schön versteckt und man sieht ihn nicht, weil der ist ja hässlich. Genau, also hier habe ich gestern, ich mache mal kurz aus, sonst versteht ihr mich nicht. Gestern habe ich die schon rein. Ja, die sind jetzt auch echt fertig. Schon fast zu viel getrocknet. Eigentlich wollte ich die nur so ein bisschen weich kriegen. Ich habe sie zu lang drin gelassen. Naja, das sind auf jeden Fall Blumenkohlrings. Und was ich hier gemacht habe, das ist einfach roher Blumenkohl, mariniert in einer Tomatensauce. Einfach Tomaten püriert mit getrockneten Tomaten und ein paar Kräutern oder sowas. Keine Ahnung, ich habe da auch kein Rezept. Ich mache es immer frei Schnauze. Und die kommen jetzt auch noch auf meinen Salat. Und dann ist das mein perfektes Essen. Und oh, hier trockne ich noch den Sellerietrester. Und da, wie ihr vorhin gesehen habt, die Zwiebelringe. Vielleicht mache ich mir da auch noch ein paar auf den Salat. Ja, ich denke auch schon. Die sind zwar noch längst nicht fertig, aber... Genau, und hier ganz unten sind noch die weißen bzw. gelben Zwiebeln. Genau. Also, ihr seht, wenn man gut vorbereitet ist, kann man wirklich in Sekundenschnelle ein richtig leckeres Essen kreieren. So, das ist mein fertiger Salat. Sieht doch fantastisch aus, oder? Ach, also ich bin jeden Tag so froh darüber, über meine Salatschüssel, weil es einfach immer so genial aussieht und auch schmeckt. Es ist einfach so lecker. Und wenn man einmal dran gewöhnt ist, so zu essen, dann will man einfach nichts anderes mehr. Ich würde diesen Salat gegen nichts in der Welt eintauschen. Nichts. Also ihr könnt mir mit Käsepizza kommen, ihr könnt mir mit Donuts kommen, ihr könnt mir mit was weiß ich was kommen. Ich würde es nicht tauschen, weil mich das so glücklich macht und so befriedigt und einfach mir und meinem Körper einfach das Beste gibt. So, so viel dazu. Hier sind jetzt meine fertigen Sachen. Also das werde ich ja gleich noch essen als Vorspeise. Dann habe ich hier den Melonensaft. Irgendwie die Melone war ziemlich klein. Normalerweise wird die Flasche voll mit einer Melone. Aber naja. Ananas genauso. Die war dadurch, dass sie nicht so reif war, nicht so saftig. Normalerweise kriege ich die Flasche voll. Egal. Wird auch schon reichen als Frühstückssaft. Dann habe ich hier mein Erbsendressing. Hier das Tomatendressing, was ich gleich essen werde. Hier meine vorbereitete Pomelo für die nächsten Tage. Dann habe ich noch ein paar Cauliflower, also Blumenkohlrings. Ich weiß nicht, vielleicht esse ich die noch alle. Mal sehen, wie viel Hunger ich noch habe nach meinem Salat oder ob es mir reicht, was ich da in die Schüssel getan habe. Und dann habe ich hier noch die Spirulina-Paste. Und im Dörrofen sind ja noch die Zwiebeln und das Sellerietrester. Genau, und das ist so meine Ausbeute vom heutigen Meal Prep Tag. So, also mein Meal Prep ist beendet und die Lichtqualität ist hier gerade richtig schlecht. Aber, naja. Genau, ich hoffe, ihr konntet irgendwelche Ideen mitnehmen, irgendwelche Inspirationen. Vielleicht fangt ihr jetzt auch an mit Meal Prep oder vielleicht macht ihr es ja auch schon längst. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und lasst mich wissen, was ihr davon umsetzen würdet. Also seid ihr eher so Team Saft am Morgen muss vorbereitet sein? Oder seid ihr eher so, ja, Dressing im Kühlschrank ist absolutes Must-Have? Also ich würde mal gerne wissen, was ihr daraus so am besten für den Alltag findet. Lasst mich das gerne wissen. Und teilt auch gerne eure Ideen mit, also was ihr so vorbereitet für die Woche, wenn ihr was vorbereitet. Und vielleicht kann ich da auch noch ein paar Inspirationen raus gewinnen. Das ist doch immer schön, so ein bisschen Austausch zu haben. Und ansonsten sehe ich euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.